über Clans und Familienzusammenführung sprechen. Bei uns ist eine junge Frau, die auch gerade mit so einem großen Clan unterwegs war. Oder nennst du es eher Hühnerstall oder wie nennt man das, Stefanie? Nein, Freundschaften würde ich das nennen. Also wir sind uns alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht. Komm, sei ehrlich, auch Nathalie? Ja, okay, zu Nathalie hatte ich jetzt nicht so einen guten Draht. Aber ich glaube, das wollte sie auch gar nicht. Sie wollte da ihre Ruhe haben und wirklich ihren Job machen, was man ihr auch nicht übel nehmen kann. Ja. Ja? Wir sind ja hingekommen, um zu gewinnen. Aber trotzdem sind mir alle Mädels sehr ans Herz gewachsen. Und ich vermisse sogar Nathalie, ja. Okay, guck mal, das ist doch mal eine nette Aussage. Da wird sie sich freuen. Wie hast du dich denn beworben für diese Geschichte? Wie kommt man denn daran? Ich habe mich da gar nicht beworben. Ich hatte da das Selbstbewusstsein auch gar nicht dazu. Mein bester Freund hat mich einfach nach dem Finale letztes Jahr gefragt, darf ich da ein paar Bilder von dir hinsenden? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, mach mal, da passiert eh nichts. Ich komme da eh nicht weiter. Und ja, dann wurde ich zum öffentlichen Casting eingeladen und dann ging das ganz schnell weiter. So, und dann steht man da plötzlich und sagst gerade, man hat dieses Selbstbewusstsein eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann ist das plötzlich die große Bühne, so wie für Arabella damals auch mit 18. Genau, also am Anfang habe ich mich ganz unwohl gefühlt. Ja. Ich war ganz verkrampft, die Kameras, die vielen Menschen und Heidi. Und Wolfgang Job nicht zu vergessen. Ja, ich hatte ganz arg Angst vor Wolfgang. Ich dachte, der ist streng, aber der ist so toll, wirklich. Ich habe niemals gedacht, der ist so herzensgut. Er ist einfach emotional und ganz toll, wie ein Opa war. Er ist auch abends gekommen. Opa ist falsch, ganz falsch, Stefan. Ganz falsch. Wie ein, lass uns, also Entschuldigung. Opa ist gut. Was Stefanie sagen wollte, ist wie ein älterer Bruder sozusagen, oder? Kann man? Oder so. Aber ja. Er ist abends gekommen und hat uns Geschichten vorgelesen. Das macht ja kein älterer Bruder, ne? Nein, das macht der Papa im Zweifel. Okay, okay. Aber maximal. Okay, gut. Ja, der Papa. Ein sehr jung gebliebener Vater, sagen wir mal. Okay. Ja. Aber es ist in der Tat ein sehr herzlicher und angenehmer Mensch. Super. Vor wem hattest du dann noch Angst? Wie ist Heidi Klum so im persönlichen Umgang? Heidi ist so klasse. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, sie ist nur da, wenn die Kameras an sind, weil man kann sich einfach nicht vorstellen, dass so eine berühmte und erfolgreiche Person so nah ist. Aber auch wenn die Kameras aus waren, sie war immer da. Sie hat mit uns gegessen. Sie hat in Utah mit uns im Haus übernachtet. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau und ich bin so froh, sie kennengelernt zu haben. Ist auch schon fast ein comedywürdiger Satz, ne? Wenn ein Model sagt, sie hat mit uns gegessen. Verrückt. Ist das so ein großes Thema da bei euch? Ich meine, ich habe die Sendung sehr regelmäßig verfolgt, weil ich das gut gemacht fand. Das wird immer wieder auch bewusst zum Thema gemacht. Also schau mal zu, wie wir alle essen. Und es ist ja auch ein Thema unter euch. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass man isst. Ich meine, ein paar Mädchen, die sehen das so, okay, die essen wahrscheinlich nichts, jetzt esse ich auch nichts, ich will auch so dünn und schön sein. Und wenn ich dann auch ein Facebook-Bild hochlade mit Essen, dann kommen da so blöde Kommentare von wegen, ja, die kotzt es danach eh aus oder so. Sowas wird dann geredet. Genau. Aber ich muss sagen, wir essen ganz normal. Wir essen auch Süßigkeiten. Wir machen vielleicht noch Sport dazu und haben vielleicht auch die Gene dazu. Auch Heidi isst sehr viel und auch Süßigkeiten, Schokolade und... Heidi hat Gummibärchen zwischen den Zehen teilweise. Haben wir alle schon gesehen im deutschen Fernsehen. Die werden dann auch gegessen. Aber bevor wir gleich zu der sehr ernsthaften Geschichte kommen, die hinter diesem Essensthema auch steckt, wollen wir erst mal reinschauen, wie du das schönste deutsche Model amtierend geworden bist. Bitte schön, Stefanie. Gerne. So. Schöner Moment. Stefanie, sei ehrlich, Stefanie. Überlegt man sich da vorher, welchen Gesichtsausdruck zeige ich gleich, wenn ich Zweite werde? Nein, sowas überlegt man sich gar nicht. Mein Kopf war total leer, als ich da mit Heidi stand. Ich musste irgendwie weinen, aber irgendwie auch lachen. Es war ganz, ganz komisch. Hast du es mittlerweile verstanden, was da passiert? Nein, ich wache immer auf morgens und denke mir so, okay, wer gewinnt jetzt, Ivana, Julina oder ich? Weil wir sind ja schon 2 Monate im Finale gewesen. Wir mussten den Mund halten, weil es ist ja natürlich vorgedreht. Und ja, dann habe ich mir immer jede Nacht überlegt, wer gewinnt jetzt? Und jetzt wache ich immer noch auf, okay, gewinnt jetzt Ivana oder ich? Das ist immer noch so. Das ist ja furchtbar, wenn man da die ganze Zeit nicht in den Schlaf findet, weil man denkt, ich könnte Topmodel werden, vielleicht aber auch nicht. Genau. Ja. Meine erste Nacht war auch
dementsprechend, ich bin da jede Minute aufgewacht und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich habe ja gewonnen. Es ist echt, ich kann es nicht fassen. Was passiert denn da mit einem? Kriegt man dann Heiratsanträge oder melden sich junge Menschen zum Mitreisen? Oder? Ja, Heiratsanträge bekommt man, ganz viele neue Freunde plötzlich. Die besten Freunde melden sich natürlich. Was mit dem eigenen besten Freund? Die besten Freunde, die bleiben. Die sind mir immer noch die Liebsten und die gebe ich auch nie wieder her. Hast du einen Freund? Ich habe keinen Freund. Ach so. Das ist ja für den auch nicht einfach, ne? Das ist ja für den auch nicht einfach. Ich für den Freund, nee, aber ich meine nur, wenn man einen hätte, das wäre nicht einfach für den. Es wäre nicht einfach, wenn man einen Freund hat. Vor allem, weil man dann so viele männliche Fans bekommt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Welcher Typ Mann fasziniert dich denn, Stefanie? Einer, der selbstbewusst ist, aber der trotzdem so bodenständig ist und ein liebevoller Mann. Das muss er sein. Guck mal, das ist doch mal eine schöne romantische Aussage. Stefanie, wenn man... Wir haben das gerade kurz angerissen, das Thema Essen. Dich hat das irgendwann richtig hart erwischt, genau dieses Thema. Und da, ich kann mir vorstellen, da fielen auch genau diese Sätze, die du da eben zitiert hast, weil du immer wieder dich in der Situation fandest, dass Essen nicht bei dir bleiben wollte. Das heißt, du hast dich übergeben. Ganz genau. Als Baby schon habe ich mich viel gebrochen. Und auch schon im Krankenhaus, als ich geboren bin, die Ärzte haben das nicht so ganz verstanden, haben gesagt, ja, okay, das kann mal passieren, das ist normal. Das Kind hat einen nervösen Magen. Ganz genau, so wurde das gesagt. Und als ich dann auch 7, 8 Jahre alt war, da wurde mir auch gesagt, ja, du bist bulimiekrank, du hast eine Essstörung. Und ich habe noch nicht mal richtig verstanden, was das ist. Aber ich habe es dann einfach so hingenommen, bin zum Psychologen gegangen. Aber der hat immer wieder gesagt, sie hat nichts. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man weiß, also du hast das mal erzählt, ich hatte eigentlich chronisch Bauchschmerzen. Ja, mehr ich hatte... immer Bauchschmerzen, solange ich jetzt denken kann. Genau. Ich lag alle 4 Monate im Krankenhaus, hatte dementsprechend auch ganz viel Schule verpasst. Und es ist ein sehr, sehr schlimmes Gefühl, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran, okay, ich habe Bauchschmerzen und es ist normal, es vergeht wieder. Gehört halt dazu. Genau. Ich fasse das einmal kurz zusammen. Es hat sich dann irgendwann herausgestellt, du leidest an einer Art, wie nennt man das, eine Darmverschlingung, kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Also es heißt eigentlich Volvulus, wenn sich das dann verdreht. Weil mein Darm, der ist immer in Bewegung, meine mesenterialen Wurzeln sind nicht fest. Das heißt, mein Darm, der bewegt sich immer und dann verdreht er sich so arg, dass da kein Blut durchkommt. Und dann war es auch mal so weit, dass mein Magen ganz blau wurde, kurz vorm Absterben war. Und da haben mir die Ärzte auch noch nicht geglaubt, dass ich solche Schmerzen haben mich nach Hause geschickt. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, die haben mich nach Hause geschickt, haben gesagt, ja, du hast die Essstörung, du bist ja Stefanie, dich kennen wir schon. Und als ich dann in Ohnmacht gefallen bin und ins Krankenhaus gekommen bin, da haben die mich richtig untersucht. Und dann haben sie zu mir gesagt, sie können nichts mehr für mich machen. Ich bin schon so weit, dass ich bald sterben werde. Und sowas haben die noch nie gemacht. Die haben sowas noch nie operiert. Und dass ich jetzt bald sterben werde. Meine Eltern haben aber mit den Ärzten so lange diskutiert, bis ich nach Mannheim gefahren wurde mit dem Krankenwagen. Und dort haben sich junge Ärzte einfach rangetraut, haben mich 7 Stunden lang operiert. Und ich habe es überlebt. Deswegen auch diese Narbe, die du mal gezeigt hast, die auch mal zu sehen war, ne? Genau, meine Narbe war oft zu sehen bei Germany's Next Topmodel. Genau. Anfangs war es auch... Hier sehen wir das auch, ne, glaube ich. War das eine bewusste Entscheidung? Diese Narbe zeige ich euch jetzt auch, um... Am Anfang war es ganz, ganz schwer für mich. Ich habe mich unwohl mit der gefühlt. Ich habe mich nicht schön mit ihr gefühlt. Aber bei Germany's Next Topmodel habe ich auch gelernt, damit umzugehen. Und ich habe gelernt, dass es mich eigentlich noch schöner macht. Mhm. Weil... es ist einfach so das I-Tüpfelchen. Es zeigt meinen ganzen Weg im Leben und inzwischen komme ich ganz gut damit zurecht. Mhm. Das heißt, dein Darm ist quasi lose, kann man das so sagen? So kann man das sagen, genau. Und das geht dann ja so weit, dass du zeitweise, um mal die Dramatik zu erklären, du hast in wenigen Tagen 8, 9 Kilo Gewicht verloren? Genau, in einer Woche habe ich fast 10 Kilo Gewicht verloren. In einer Woche? Ja, ich sah dementsprechend sehr, sehr schlimm aus. Mhm. Und dass man mir da immer noch die Essstörung vorgeworfen hat, das verstehe ich heute immer noch nicht. Was ist eigentlich schlimmer, die Tatsache, dass man sowas ertragen muss, also diese chronischen Bauchschmerzen, oder die Tatsache, dass du da ständig auf Menschen triffst, die einfach nicht glauben, weil sie sagen, das haben die doch heutzutage eh alle?
Natürlich war es für mich viel, viel schlimmer, immer wieder von Ärzten zu hören. Von Ärzten, man muss sich das überlegen. Das sind Menschen, die haben das studiert, gelernt. Und die sagen mir immer wieder, du hast die Essstörung, haben mich nur zum Psychologen geschickt. Ich lag im Bett, ich konnte noch nicht mal normal mehr sprechen. Und eine Psychologin saß neben mir. Und was hast du zu Weihnachten bekommen? Und ich habe mir einfach nur gedacht, geht's noch? Und dann habe ich einfach auch irgendwann mal gesagt, ich will nicht mehr mit Psychologen reden. Es reicht mir einfach. Und dann haben die versucht, mich mit Essen zu stopfen. Dann haben die gesehen, dass ich das sofort erbreche. Und ja, dann erst haben die mich kontrolliert so richtig. Und das finde ich so schade. Mhm. Bist du gemobbt worden in der Schule deswegen? Ich wurde nicht wegen meiner Krankheit gemobbt, aber weil ich eben so dünn war. Mhm. Ich war ein sehr dürres Mädchen und dann hieß es natürlich immer, ja, Bohnenstange, Flachland. Und sowas verletzt einen total. Mhm. Man ist in dem Alter, wo man so lernen muss, mit sich selbst umzugehen. Mhm. Und wenn dann die Mitschüler einen so mobben, tut das schon weh. Und auch in so einem Alter, deswegen fragte ich vorhin bei Arabella auch danach, wo man auch so verletzlich ist, ne? Genau. Als Mensch auch. Meine ganz genau, diese jugendliche Phase, wo man auch nicht selbstbewusst ist, das ist schwer. Kai wollte gerade. Ich habe nur gerade gesagt, jetzt hast du es allen gezeigt. Jetzt hat die Wohnstange das Flachland. Jetzt hat es ja, jetzt. Das Flachland, ja. Das heißt, Stefanie, bist du jetzt genesen nach dieser Operation oder kann das theoretisch jederzeit wieder passieren? Das kann jederzeit wieder passieren. Das ist eine Glückssache. Es kann sich immer wieder verdrehen. Wenn ich das früher kenne, dann wird bei mir innerlich alles gereinigt und dann schaffe ich das auch ohne Operation. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr groß, dass ich wieder unters Messer muss. Und dann sind Verwachsungen natürlich gang und gäbe und komische Anhäufungen von Blut. Und es ist sehr, sehr ungesund, immer wieder da operiert zu werden. Das heißt, du lebst in dem Bewusstsein, genieße den Moment? Ganz genau. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich leben werde. Das sagen mir die Ärzte immer wieder, dass man nicht weiß, wie lange ich lebe und wahrscheinlich auch nicht so lange. Aber ich denke mir immer, was ich auch schon bei Germany's Next Topmodel gesagt habe, es ist nicht wichtig, wie lange man lebt, sondern wie man das Leben lebt. Und ich habe mit meinen 17 Jahren schon so viel Schönes erlebt, mehr als eine 80-jährige Frau, wirklich auch bei Germany's Next Topmodel. Und ich bin sehr, sehr froh. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich als glücklicher Mensch. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das ein sehr langes, ein sehr glückliches und sehr gutes Leben wird. Hast du schon deine Gage bekommen? Wow. Ja, ich habe schon ein wenig Gage bekommen, vor allem von Opel, weil ich ja auch den Opel... Opel, es gibt auch noch Ford, Volkswagen, BMW, wie sie alle. Von denen hast du aber nichts gekriegt, ne? Nein. Ja, ich habe ja den Werbespot bekommen von Opel. Weiß. Und ja, von denen habe ich schon die Gage bekommen und es ist nicht wenig, muss ich sagen. Das ist doch gut, es sei dir gegönnt. Also, hat die Richtige getroffen, habe ich das Gefühl. Ja. Und, dieser Eindruck, den man immer hatte, wie gesagt, ich habe das wirklich gerne gesehen und gerade dich auch beobachtet, da ist jemand, der so eine Demut ist vielleicht das richtige Wort dafür, in sich trägt. Mhm. Das konnte man immer spüren und heute Abend haben wir erfahren, warum das so ist. Herzlichen Dank, Stefanie. Und Demut ist vielleicht auch das Wort,